Herr Dr. Schenk, Verletzungen an der Hüfte sind sehr vielfältig, aber vor allem sehr massiv, stelle ich mir das vor, oder? Ja, natürlich. Also die Hüfte hat einen großen Weichteilmantel und da gibt es jede Menge Muskulatur und da gibt es Gefäße, die einreißen und das ordentlich bluten kann. Also das sind dann schon ordentliche Verletzungen. Mhm. Oberschenkel-Halsbruch, das kennt man so ein bisschen von älteren Leuten. Ist aber durchaus eine Unfallverletzung oder eine Skiunfallverletzung. Das ist schon, wir haben immer, tendenziell wird die Population, die auf die Berge geht, immer älter. Mhm. Und sagen wir mal so, die älteren Leute werden immer aktiver eigentlich, muss man sagen. Ja? Also diese Patientin hier, die wir hier sehen, ist 66 Jahre alt und hat sich den Schenkelhals gebrochen. Gar nicht einmal so einfach, lustigerweise. Also es sind eigentlich unangenehme Frakturen. Man sieht es hier, das ist der... Die gesunde Seite mit einem sogenannten steilen Kolodiaphysenwinkel, also zwischen Oberschenkelschaft und Schenkelhals, ist ein sehr steiler Winkel. Mhm. Ja. Und das hier ist ja genau am, wie man sagt, Adamschen Bogen gebrochen und hat hier eine ziemliche Fehlstellung. Ja. Da stellt sich dann schon die Frage, vielerorts wird da einfach gesagt, okay, ich will diesen Patienten möglichst schnell auf die Beine bringen, ich will ihn möglichst bald belasten lassen. Ist ja oft schwierig, dann kommen sie mit den alten Methoden, mit den verschraubten Schenkelhälsen, kommen sie dann oft mit dem Gehbock daher und können den Gehbock nicht halten, nicht ordentlich heben, kommen oder mit dem Rolli. Ja, ja, Rollator auf Rolli genannt. Genau, auf Rolli. Ja. Und haben dann Mühe, also auf die Beine zu kommen. Das ist schon in der 8. oder bis 9. Dekade dann schon ein Thema. Mhm. Da wird man dann schon eher zu einer Prothese greifen. Ja? Ja. Wir, die Glücklichen sind und eigentlich gesunde Leute behandeln, mehr oder minder gesunde, wobei da auch leider das Thema immer mehr auftaucht mit der Antikoagulation. Die Patienten kommen sehr viel mit Blutverdünnung, dann hat man natürlich schon Probleme. Ja? Also, aber wir versuchen, die Patienten wirklich schnell in die Achse zu ziehen, zu fixieren, schmerzfrei zu machen, Punkt 1. Punkt 2, möglichst bald so zu operieren, dass sie das Bein möglichst bald bewegen können und wenn sie vom Oberkörper genug stark sind, dass sie damit Krücken für 6-8 Wochen oder vielleicht 10 Wochen das dann zur Ausheilung bringen. Ah, ja. Aber das Ziel ist das Gelenk zu erhalten. Warum ist es so wichtig, Ihrer Meinung nach, das Gelenk zu erhalten? Ja, eine Prothese ist halt immer eine Einbahnstraße, das muss man schon sagen. Wobei mit 66, da können Sie nachrechnen, das ist ein Rechenexempel, wenn die mit 86 hat sie jetzt 20 Jahre drinnen, das Implantat, und dann ist schon die Frage, wie lang geht es noch weiter mit der Haltbarkeit. Also die Patienten werden immer älter, haben immer höhere Aktivität. Wir haben früher schon Prothesen gemacht, aber ein Freund von mir aus Frankreich gekommen, der hat immer maßgeschneiderte Prothesen gemacht, fantastische Ergebnisse, die kann ich jetzt noch zeigen, aber seitdem der leider gestorben ist an einem Lungenkrebs, machen wir das nicht mehr. Okay. Und wir haben uns eigentlich darauf eingestellt, dass wir solche Sachen, wenn es irgendwie möglich ist, gelenkserhaltend behandeln, das ist unser Credo. Das Ziel ist also auch bei der Hüfte oder in diesem speziellen Fall gelenkserhaltend zu arbeiten, ohne Prothese auszukommen. Genau. Ist das gelungen? Ja, in diesem Fall ist die Problemstellung gewesen, dass hier so Zwischenfragmente da an dem berühmten Adamschen Bogen waren, die man irgendwie schauen muss, dass die in die Position zurückbekommt und, wie man so schön sagt, den Oberarm Kopf auf den Schenkelhals, auf den Rest des Schenkelhalses, Hut am Haken einstellt, damit er nicht runtersacken kann. Und das hat man in diesem Fall auch gedeckt oder halb gedeckt gemacht, sprich, dass man hier mit einem kurzen Zugang den Schenkelhals wieder, also den Oberarm Kopf aufgerichtet hat, auf den Schenkelhals aufgesetzt hat. Da hier haben sich diese Zwischenfragmente gut eingestellt und das haben wir gelöst hier, damit das ist eine dicke Schraube, die in einer Platte gleiten kann. Das heißt, das ist eine dynamische Osteosynthese. Okay. Der Kopf kann langsam auf den Schenkelhals aufsintern praktisch und dann somit verheilen. Mhm. Das ist keine starre Osteosynthese, sondern eine dynamische Osteosynthese. Mhm. Und das ist eigentlich, also ich traue mich, diese so einen Fall nicht sofort belasten zu lassen,
sondern ich sage denen, sie müssen 4 bis 6 Wochen mindestens mit Krücken gehen. Wann ist eine erste Bewegung nach so einem Eingriff möglich? Bewegung ist sofort möglich. Ja, und sie, normalerweise der Durchschnitt steht nach spätestens 24 Stunden auf. Ja, dann gibt es zuerst das berühmte Querbettsitzen, dann sitzen sie in einem Lehnstuhl oder Rollstuhl und dann werden die langsam auf die Füße gestellt und gehen nach 3-4 Tagen nach Hause. Okay, aber die Belastung, die klassische oder sage ich mal die vollständige Belastung erst nach einigen Wochen? Genau, das ist ungefähr 8 bis 10 Wochen. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, im März haben wir ein Bild bekommen, da schaut das alles gut aus. Die kommen dann von auswärts, man sieht, dass das gehalten hat, die Stellung ist dieselbe, es ist zwar ein bisschen anders, technisch andere Aufnahme von der Projektion, und die hat sich da schön aufgesetzt und ist hier am Heilen, da hier schon Kallusbildung und das ist ein bisschen herausgerutscht, diese Schraufen. Ne? Also das heißt, dass das gleitet, das ist gut, das ist ein gutes Zeichen. In dem Fall, wo man hier schon eine Kallusbildung hat und hier eigentlich die Implantate gut sitzen, kann man da sagen, okay, die kann jetzt voll zunehmend bis zur Vollbelastung belasten. Okay. Schau, im April schaut das schon wieder ganz anders aus. Da baut sie sich durch. Also die ist dann ungefähr, das dauert nicht mehr lang, dass die verheilt ist. Und jetzt haben wir nur noch einen E-Mail-Kontakt und sie kommt irgendwann nochmal zur Metallentfernung. Ah ja, das muss dann auch wieder raus, aber man kann sagen, Patientin geheilt. Herzlichen Glückwunsch. Zwischengeheilt.